Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Unseren heutigen Gast kann man zu Recht als starken Typen bezeichnen. Gesundheit, mentale Stärke und körperliche Fitness sind die Themen, die ihm wichtig sind. Auf seinem Weg als erfolgreichster aktiver Bodybuilder in Österreich und als Coach und Personal Trainer für seine Kunden. Ich freue mich sehr auf dieses starke Gespräch. Klaus, herzlich willkommen. Servus, Markus. Du bist, kann man sagen, nach oder neben Arnold Schwarzenegger der erfolgreichste Bodybuilder der Steiermark, der erfolgreichste aktive Bodybuilder in Österreich. Genauso wie Arnold Schwarzenegger in seinen Anfangsjahren hast du aber auch derzeit noch einen normalen Beruf, um dir dein Leben und auch den Sport auch zu finanzieren. In welchem Bereich arbeitest du im Normalberuf derzeit? Ich bin Produktionsmitarbeiter bei der Stahl Jungburg und ich mache die Lenkstangen und Zahnstangen für alle möglichen Automarken. Okay. Und zeitlich, wie schaffst du es jetzt quasi den Job, der auch Vollgas fordert und nebenbei dein Training, wovon du ja auch mehr als 5 Minuten am Tag machst, wie schaffst du das irgendwie zeitlich zu verbinden und dann Hut zu bringen? Ja, es ist momentan Vierschichtarbeit. Okay. Und das heißt, also Nachtschicht, bei der Nachtschichtarbeit wird Nachmittag trainiert, vorm Arbeiten, bei der Nachmittagsschicht am Vormittag und bei der Frühschicht wieder Nachmittag. Also ist zeitlich schon fordernd, seit deiner Arbeitswoche und Trainingswoche, wie viele Stunden trainierst du im Schnitt in der Woche oder am Tag? Also derzeit täglich, weil ich ja in Vorbereitung auf die anstehenden Wettkämpfe bin in ein paar Wochen. Mhm. Und das sind in Summe 10, 15 Stunden in der Woche. Der Woche? Ja. Nehmen wir einen Fulltime-Job? Okay. Ich meine, wer das erreichen möchte, was du erreicht hast, der braucht auch dieses Training. Klarerweise, als du mit Wettkämpfen begonnen hast und dir zum ersten Mal klar war, dass deine Zukunft kein 9-to-5-Bürojob ist, sondern quasi im Sport, im Bodybuilding liegt, dass du deine Zukunft so vor dir gesehen hast, wie haben deine Eltern damals darauf reagiert? Anfang werden sie sicher geschmunzelt haben. Da war ich 11 Jahre alt, da habe ich dann Arnold Schwarzenegger das erste Mal in Pose gesehen. Hm. Und da habe ich für mich beschlossen, dass ich einmal Mr. Universum und Weltmeister werde. Und wie es dann soweit war, also das war schon ein Highlight. Und du hast ja eigentlich mit dem Krafttraining begonnen, aus der Notwendigkeit herauf, aufgrund deiner Rückenprobleme. Genau, ja. Und hast es dann quasi, glaube ich, auch erfolgreich gemeistert. Bist du wieder jetzt aufgrund deines Trainings, hast du das überwunden, glaube ich, so komplett, gell? Ist alles in Ordnung, ja. Wow. Ich meine, das ist auch eine Leistung, weil die meisten, wenn wir in Mitteleuropa, wir sitzen viel und bewegen uns wenig. Bandscheiben- und Rückenprobleme sind so quasi, man nennt es, kann man sagen, Volkskrankheit. Und viele tun nichts dagegen, außer Schmerzmittel nehmen. Ja. Und da bist du, finde ich, auch Vorbild und Inspiration, dass man jetzt wirklich mit gezieltem Training, man muss ja dann nicht so fit werden wie du, aber man auch mit normalem Training schon relativ viel erreichen kann und damit wirklich eigentlich ein chronisches Problem wirklich nachhaltig auch besiegen kann. Das finde ich sehr beeindruckend. Auf diesem Weg jetzt bis zum letzten, also bis zum Universum und der letzte Sieg war auch da. Der letzte Sieg war bei der Weltmeisterschaft. Weltmeisterschaft jetzt, okay. So quasi auf diesem Weg der Erfolge, was war für dich persönlich der wichtigste, prägendste Erfolg bisher? Der Weltmeistertitel, in Zypern im November letzten Jahres. Wie lange hast du darauf hintrainiert? Ich bin eigentlich im Training. Ja. Also wenn die Wettkampfsaison vorbei ist, dann wird ein bisschen Zug geschafft, der Körper muss sich komplett regenerieren für die nächste Aufbauphase. Und da ist das Training ein bisschen lockerer, aber sonst ist eigentlich immer Vollgas. Ich meine, es klingt jetzt so spielerisch immer Vollgas und auf dem Weg jetzt zum Weltmeister. Was war für dich da die größte Herausforderung auf dem Weg zum Titel? Die Vierschichtarbeit. Ja. Da hat mir sehr viel Zeit geraubt. Ja. Ja. Aber wie man sieht, hat es trotzdem funktioniert. Ja. Vor allem hatte ich früher quasi, wo auch Arnold Schwarzenegger mit Kämpfen gekämpft und mit dem Vorteil, ja, die Bodybuilder sind alles nur aufgeblasen, die haben ja gar keine Kraft. Ich meine, du hast vorher beim Reinkommen kurz erzählt, welche Gewichte du eigentlich bewegst, wenn du es trainierst. Ich meine, das schaut ja bei dir auch sehr stark aus. Mit welchen Gewichten trainierst du, was hebst du da so im Schnitt ein Kilo? Das verwendete Gewicht beim Training ist eigentlich nur ein Nebenprodukt. Okay. Weil ein Bodybuilder ja Wert auf möglichst viel Muskelmasse legt, Symmetrie. Und die Kraft ist ein Nebenprodukt, was mit den Jahren immer ansteigt. Ne? Mhm. Also ich bin kein Kraft-Dreikämpfer, der probiert einfach möglichst viel Gewicht bewegen, egal wie er jetzt ausschaut körperlich. Mhm. Ne? Und im Bodybuilding geht es eben, das ist so wie beim wie ein Bildhauer, eine Figur meißelt. Du musst der Bodybuilder schauen, dass die Körperkonturen alle passen, alle zusammenpassen, die Symmetrie, der Gesamteindruck. Und die Kraft ist dann nur ein Nebenprodukt. Es ist nicht primär das Wichtigste. Okay, das ist mir klar, das ist nur ein Nebenprodukt, die Kraft, aber trotz allem jetzt, um ein Gefühl zu bekommen,
wenn du jetzt Gewichte stemmst und hebst, du hast vorher von Kniebeugen erzählt, von welchen Gewichten kann man ungefähr sprechen? Nebenprodukt hin oder her, es sind Gewichte? Es sind bei jedem Training etliche Tonnen, was bewegt werden. Okay. Ja. Wow. Auf diesem Weg jetzt zum Erfolg, auch zu den letzten großen Bewerben, über die Zukunft sprechen wir nachher noch, gab es auf diesem Erfolgsweg auch irgendwelche Niederlagen, wo du sagst, okay, da bin ich mal komplett gescheitert zwischendurch? Gab es noch solche Momente? Meistens bei den Qualifikationen für die internationalen Wettkämpfe. Okay. Da waren die Platzierungen nicht so, wie ich es mir erwartet habe, aber das war mir eigentlich immer egal. Ich habe immer geschaut, wenn jetzt auf einem Platz gelandet bin, wo ich mir gedacht habe, das passt nicht, habe ich sofort auf den nächsten Wettkampf gedacht. Also das war gleich in dem Moment, wo das war, habe ich das schon wieder vergessen gehabt und gleich das Ziel auf den nächsten Wettkampf. In dem Moment, wo man erfährt, was man vom Platz hat und der passt dann nicht, ist man natürlich kurzzeitig enttäuscht, aber ich habe dann mir gesagt, ist schon vorbei, ist erledigt. Beim nächsten Wettkampf schaue ich besser aus und da werde ich gewinnen. Cool. Ich glaube, das ist auch gerade dieser Punkt, den man dann einfach beherzigen muss. Und das klingt in der Theorie vielleicht leichter, aber mit dem Training auch dann auch damit umzugehen, mit Niederlagen, weil auch ein anderer Gast vor kurzem uns gesagt hat, okay, im Endeffekt ist nicht entscheidend, dass du Niederlagen vermeidest, du lernst ja auch nur durch die Niederlagen dann für die Zukunft. Jetzt haben wir von der Vergangenheit schon viel auch von dir gehört. Was sind deine nächsten Ziele jetzt? Der Mr. Universum von der NABA am 10. November in Birmingham. Für den Nicht-Experten, NABA ist, bedeutet? Das ist der erste Verband, wo der Arnold Schwarzenegger angetreten ist. Okay. 1966 ist er der Zweite geworden. Okay. Und bei seinen ersten Antreten und 67 hat er dann die Amateure in Gesamtsieg und die Profis gewonnen. Okay. Und dein Ziel heuer ist, das Sieg zu gewinnen. Cool. Ich meine, das, was du ja auch machst aufgrund deines Sportes, du bewegst dich sehr viel, jedes Kind im Endeffekt, wenn man sich halt Kinder anschaut, die bewegen sich für spielerisch und Spaß und für unterwegs und Bewegung gehört für Kinder einfach auch zum Sein. Hast du jetzt aus deiner, du bist ja auch, kommen wir nachher noch dazu, als Personal Coach und Trainer tätig, was ist deine Einschätzung, warum viele Erwachsene diese spielerische Freude an der Bewegung, dieses Kind hatten im Laufe des Erwachsenenwerdens verloren haben? Ein großes Thema spielt sicher die Ernährung, also die ganzen Zusatzstoffe, was da beigemengt werden, in der neuen Nahrungsmittel, vor allem verarbeitete Nahrungsmittel, sind ja meiner Meinung nach verseucht. Und die, ist meine Meinung, sorgen dafür, dass der Körper träge wird, dass man demotiviert ist. Und viele Menschen können sich aufgrund dessen nicht motivieren. Und natürlich, wenn die Ernährung immerfort schlecht ist, also nicht die Nährstoffe aufgenommen werden, was der Körper braucht, dann wird es immer schlimmer und irgendwann kommt es dann halt zu einer Krankheit. Das heißt, du hast auch Ernährung angesprochen, du bist ja auch Experte aufgrund deiner Tätigkeit. Ich meine, wenn man sich das anschaut, jetzt so auch das Bild in den Medien, aber auch wenn man durch Graz oder durch eine Stadt durchfährt, ich habe das Gefühl, es kommen immer mehr Fitnessstudios. Nur für Frauen, neues Prinzip mit Elektrostimulation, also die Dinge schießen irgendwas den Boden, ist mein Gefühl. Braucht man halt eigentlich überhaupt noch einen Personal Trainer oder Coach? Was bringt mir ein Personal Trainer oder Coach? Ich kann ja in ein Fitnessstudio gehen. Ja, wenn man jetzt Fußballer werden will, kann man nicht gleich bei Real Madrid zum Spielen anfangen. Okay. Also, oder ja. Beim Tennisspieler gleich beim Davis Cup mitspielen. Ne? Ja. Ich sage immer so, speziell im Kraftsport, ist ein Coach für mich jetzt im Nachhinein, weil ich war seit eineinhalb Jahren Coach, vorher alles allein gemacht, unerlässlich, weil es einfach viel zu viel Zeit kostet, sich zu informieren im Internet oder in diversen Büchern und selber zu probieren, was funktioniert für einen am besten. Und der Coach, der, wenn er kompetent ist, wenn er sich auskennt, wenn er anatomisches Wissen hat, was Training betrifft, ist das sehr zeitsparend. Ja. Und ich habe 7, 8 Jahre lang nur allein probiert und das würde ich nie mehr machen. Ich würde mir sofort einen Coach nehmen, der sich auskennt, der was sagt, das ist gut für dich, das machen wir und so weiter. Ne. Und dann spart man sich viel Zeit und Geld. Das ist, glaube ich, wenn man jetzt quasi den Weg zum Kraftsport quasi auch jetzt wirklich professionell angehen möchte, verstehe ich das. Wenn jetzt quasi ich als normaler Typ, der kein Bodybuilder ist, wie du siehst, mir überlegt, okay, gehe ich jetzt, der einfach fitter und stärker werden möchte, ohne jetzt, ohne quasi olympische oder
wettkampfmäßige Ziele und Ehrgeiz dahinter. Mir überlege, gehe ich jetzt in ein Fitnessstudio oder buche ich das den Klaus Drescher als Coach? Was bringst du als Coach, was quasi einem Normalsterblichen, der einfach nur so will, einfach fitter und gesünder und vitaler werden? Was bietest du da an als Coach? Ja, also ich kann dir zum Beispiel sagen, dass wie du richtig trainierst, wie die Übungen korrekt ausgeführt werden, weil einfach das Wissen über Anatomie sehr gut ist. Mhm. Das ist auch die Grundlage für Kraftsport, weil wenn man die Übungen nicht korrekt ausführt, über Monate, Jahre hinweg, dann entstehen natürlich Schäden am Körper. Mhm. An die Sehnen, an die Bänder, an die Knorpel, an die Gelenke. Mhm. Und das ist, das wirkt sich natürlich negativ aus. Ne? Klar. Und Ernährung baust du auch mit ein, habe ich es rausgeführt zwischendurch? Ja, okay. Ernährung und Training gehen Hand in Hand, also parallel. Okay, also macht es quasi auch jetzt für einen nicht wettkampfmäßigen Sportler auch Sinn, sich einen guten Coach zu suchen. Ja, natürlich. Quasi Coach und Weltmeister, quasi dann in dem Fall. Ich meine, wenn unsere Zuschauer jetzt dir zuhören, gibt es irgendeinen, was ist quasi der wichtigste Fitness-Tipp, ich sage jetzt bewusst nicht Ernährung, sondern Fitness-Tipp, den du unseren Zuschauern, was heißt die Rule Number One als Hauptregel, einen Tipp mitgeben kannst? Die passende Ernährung zum optimalen Trainingssystem. Mhm. Und ein kompetenter Coach, der sich auskennt. Mhm. Mhm. Um Zeit und Geld zu sparen. Mhm. Coach kostet natürlich was, das ist eh klar. Mhm. Weil was nichts kostet, ist nichts wert, habe ich immer gesagt. Mhm. Ist auch allgemein die Regel. Mhm. Ich meine, du bist an sich, jetzt haben wir gesprochen, Vergangenheit, zukünftige Projekte. Du bist und wirst in Zukunft auch sehr erfolgreich sein als Bodybuilder, aber du hast ja auch noch ein großes Ziel vor Augen, das dich auch mit dem erfolgreichsten steirischen Bodybuilder verbindet, dein Ziel ist ja Hollywood, auch Hollywood. Genau. Was reizt dich an der Schauspielerei? Es ist einfach, also wie ich da Schauspielunterricht besucht habe das erste Mal, es ist was ganz Eigenes. Mhm. Man braucht ein gewisses Grundtalent, sich jetzt, wenn man zum Beispiel eine Filmszene spielt, in die hineinzuversetzen. Mhm. Es sind keine Kameras neben, es ist so wie im echten Leben. Man spielt jetzt zum Beispiel ein Bankräuber oder was und man stellt sich vor, man ist jetzt gerade wirklich in einer Bank und überfällt. Das ist richtig lässig cool. Ja. Ja. Mir taugt das voll Tag. Das heißt, du nimmst dir auch schon länger, glaube ich, Schauspielunterricht jetzt? Ja, habe ich aber vor circa 6 Monaten auf Eis gelegt, weil es einfach zu groß und intensiv ist. Okay. Und wenn es finanziell wieder passt, würde ich das natürlich wieder aufnehmen. Ich glaube, das ist ja auch ein Vorurteil, das viele haben, dass denken, okay, boah, der ist jetzt Mr. Universum, der ist jetzt Weltmeister, der muss ja eigentlich ertrinken in Preisgeldern jetzt, da kommt ja sicher mit dem Titel dann der große 6-stellige Scheck. Ist das so? Nein, überhaupt nicht. Okay. Das sind wenige 1.000 Euro, was da reinkommen, das ist eine Aufwandsentschädigung. Ja. Die Wettkämpfe werden auch Geld kosten, vermute ich. Das heißt, genau, die Flüge, die Hotels, die Verpflegung. Das heißt, um diese Ziele, um diesen Weg zu gehen, du ja auch daneben noch zeitlich fordernd Fulltime-Job machen musst, um eigentlich diese Erfolge erst aufzubauen, weil das Bild eben eines ist, wo die Leute glauben, okay, boah, Preisgelder und Auszeichnungen, das muss ja alles sich selber lohnen, aber ist halt scheinbar wirklich nicht so. Also viel Erfolg auch für die zukünftigen Pläne dann in Hollywood. Das, was viele junge Menschen, natürlich alle, glaube ich, alle jungen Menschen verbindet, egal in welchem Bereich jetzt, der eine sagt, okay, er möchte sportliche Erfolge erzielen, der andere möchte vielleicht Unternehmer werden, aber alle jungen Menschen träumen davon, Ziele zu erreichen, Visionen zu verfolgen, erfolgreich zu sein, auch und dann finanziell vielleicht erfolgreich zu sein oder mit ihrem Weg einfach Erfolg zu haben und Erfüllung auch zu finden. Was wäre deine wichtigste Botschaft für junge Menschen, die jetzt sagen, ich will in meinem Leben auch, egal in welchem Segment, in welchem Bereich, erfolgreich sein? Wenn man ein Ziel hat, wenn man das jetzt sieht und visualisiert, dann darf man das nie aus den Augen verlieren. Mhm. Und was auch, wie es auch der Arnold schon gesagt hat, man kann die Leiter des Erfolgs nicht mit den Händen in den Hosentaschen hochklettern. Das geht einfach nicht. Man muss hart arbeiten, man muss ständig am Ball bleiben und niemals aufgeben. Mhm. Ja. Niemals aufgeben. Konsequenz, Konsequenz, Konsequenz hat uns auch Unternehmer vor ein paar Tagen im Interview gesagt, weil nur wenn man wirklich nicht aufgibt, dann kommt man auch weiter. Und du hast in den letzten, wie viele Jahre bist du schon aktiv als Bodybuilder? Februar waren es 11 Jahre, also 2007 bis jetzt. Ja. Und jede Woche so viel Training? Genau, das ist und schon, also nach dem Wettkampf, Regeneration ist einmal 1 bis 2 Wochen, da greife ich kein Gewicht an. Das ist einfach einmal Sauna, Dampfbad und Therme. Und ja, dann wird die Regeneration. Mit Konsequenz weiter dann. Es wurde vieles schon gesagt und geschrieben über deine Erfolge. Wenn dich jetzt in 100 Jahren, wenn in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Klaus Drescher und was hat ihn ausgezeichnet?
Was willst du ihm antworten? Ich würde sagen, so ein klasser Bursch gewesen. Das bist du ein klasser. Immer lustig, immer freundlich, immer motiviert. Kann man viel davon lernen. Ich danke dir fürs Gespräch, danke fürs Kommen, auch in Zukunft alles Gute auf dem Weg nach Hollywood. Danke. Danke, Klaus.